It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren. Wie viele Cheater wurden seit Montag gebannt? Ich habe dazu eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es wurden tatsächlich welche gebannt. Yes. Die schlechte ist, dass es nur 3 waren. Wobei das für mich eigentlich gar nicht so eine schlechte Nachricht ist, weil ich habe über die letzten paar Tage durch dieses Experiment halt so viel pessimistische Nachrichten erhalten, von wegen, die werden eh nicht gebannt, Lirum Larum und so weiter und so fort, dass ich jetzt dann doch fast überrascht war, dass überhaupt einer gebannt wurde. Ich zeige euch jetzt mal, welche gebannt wurden und sage noch kurz was dazu. Danach fügen wir 3 neue Fälle der Liste hinzu und gucken, wie es nächste Woche Montag aussieht. Wichtig hierbei ist, dass ich hier auf meinem Main-Account meinen Rank verloren habe, weil ich so lange nicht gespielt habe. Das bedeutet, ich kann jetzt hier keine Overwatches machen. Die machen wir dann also auf meinem zweiten Account. Also nicht wundern, wenn das dann hier anders aussieht. Ich gehe dann rüber auf den Frauenarztbesucher. Und ja, ich muss jetzt so bald wie möglich wieder ein Game machen, dass ich hier den Rank habe. Ich denke, das wird jetzt dann wahrscheinlich der Adler. Also Lem oder vielleicht sogar LE sein, weil ich stand ja schon kurz vor LEM. Und jetzt habe ich einen Rank verloren. Und dann wird man eh meistens, wenn man eingerankt wird, einen Rank mindestens tiefer gesetzt. Also wird haarig. So, hier ist der erste, der gebannt wurde. Der wurde gestern, also am 4.4.21 gebannt. Ich kann euch jetzt direkt schon mal so viel sagen, dass die anderen auch alle am selben Tag gebannt wurden, also am Sonntag. Er hat hier einen Wackmann am Start. Ich weiß nicht genau, ob dann dieses Overwatch dazu führt, dass man am Ende irgendwann Wackmann da stehen hat oder ob er einfach erwischt wurde. Für Ersteres würde aber sprechen, dass die anderen auch alle gestern gebannt wurden. Also, als wenn da die Entscheidung gefallen wäre, yep, weg. Das sollte der aus dem dritten Case gewesen sein, das war auf Mirage. Da meinte ich, glaube ich, auch, es haben wohl mehrere gehackt. Und dazu kommt jetzt praktisch dann nochmal eine Info. Und zwar, wir haben hier noch einen weiteren aus demselben Game, der auch gehackt wurde. Und zwar ihmchen hier. Oder sie, keine Ahnung. Auch seit einem Tag gebannt, also seit gestern. Wurde da etwa so sehr übertrieben, dass man einfach im Nachhinein von WAC erwischt wurde? Oder resultieren die Overwatches dann darin? I don't know. Wie gesagt, Nummer 2 ist jetzt auch nicht viel Info. Bei Nummer 3 leider auch nicht. Also die Accounts sind natürlich leer, ne? War nicht anders zu erwarten. Auch gestern gebannt worden. Das war dann der aus dem, oder die, aus dem vierten Spiel. War das 2? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Das fünfte Spiel war ja der, der am Ende reingespinnt hat, der auch ein paar Skins hatte, ne? Der wurde übrigens auch nicht gebannt. Die 3 Herren oder Damen oder sonst was wurden jetzt seit letzten Montag gebannt. Das heißt, innerhalb von 6 Tagen ist da ein Bann eingetrudelt. Falls mir jetzt jemand die Frage stellt, wie sieht's aus, findest du das jetzt gut, findest du schlecht, wie bewertest du das? Ich bewerte das schon als gar nicht so übel, weil mir, wie gesagt, eben jetzt oft zu Ohren kam, das funktioniert nicht mehr, die Leute werden überhaupt nicht mehr gebannt, die hacken rein jahrelang und ach, weißt du was, ich bin ein Hacker und hack seit Jahrzehnten und werde nicht gebannt. Also, es werden Leute gebannt, das ist sicher, das ist klar. Warum wurden jetzt gerade die erwischt und die anderen nicht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich unterscheidet sich es in den Cheats. Die einen haben halt bessere als andere, oder? Wenn jemand irgendwie kostenlosen Shotter benutzt, wird er wahrscheinlich eher gebannt, als wenn jetzt jemand 100 Euro ausgibt für einen richtig brillanten, durchgecodeten Cheat halt. Ist jetzt zumindest so eine Überlegung, aber wahrscheinlich gibt es auch Billo-Cheats, die easy funktionieren und mit denen man nicht erkannt wird. I don't know. Ich bin trotzdem guter Dinge, auch wenn man weiß, dass die anderen halt frei rumlaufen, die anderen 3, also aus Spiel 1, 2 und 5, dass die rumrennen, aber ja, 3 und 4, weg mit dir. So, Dolle, und jetzt holen wir uns noch 3 weitere Fälle oben drauf, die wir dann auch beobachten werden, um zu schauen, ob da eben jemand weggenudelt wird. Jetzt würde ich mir fast Fälle wünschen, die vielleicht gar nicht so extrem verhackt sind, also eher mal so ein Legit-Fall, um im Speziellen da zu gucken, wie es aussieht. Weil gerade da sollte ja die Wahrscheinlichkeit viel geringer sein, dass die Leute gebannt werden, als bei Leuten, die halt komplett am Reinragen sind. Muss mir noch kurz die Demo runterladen, eine Sekunde. Und ab dafür! Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mein, Bunny Hopping ist am Stissel, dass der Rank und der Account an sich, also mein zweiter Account, dass die vielleicht, falls es ein Ranking gibt, alles klar, die Fälle möglicherweise auch schlechter werden lassen. Wobei die letzten 5 ja alle komplett am Einragen waren, also schlechter kann es eh nicht werden. Mhm. Müssen wir noch weiterschauen? Ich glaube nicht. Da ist alles am Stiesel bei ihm hier. Also Other, Aim sowie Wallerei. Das heißt, da können wir getrost durchfahren. So, also Aim, yes. Dingens, Kirchens und ab dafür, flupp. Neuer Fall, neues Glück. Wobei wir hier wirklich darauf hinaus wollen, dass sie eigentlich hacken und dass sie auch gebannt werden, oder? Oder ist unser Ziel, Leute zu erwischen, die nicht cheaten und nicht gebannt werden? Ich meine, gut, das sollte im Endeffekt eigentlich das Ziel aller sein, ne? Dass wir in Overwatches im besten Fall nur noch sehr schwierige Fälle haben. Also ich sag mal, Legits oder vielleicht Leute mit so ultimativ krassen, ganz feinen Hacks. Und der gesamte Rest, also die ganzen Rage-Hacker, werden einfach automatisch gebannt. Das ist ja so das Nonplusultra oder wäre die Wunschvorstellung.
Ich leg mir das noch kurz ab. Ah, Office. Oh Gott. Da wird er gar nicht gehackt. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, der hat eine AWP-Paw. Wait a minute. Ist die truly hacking? Da müssen wir doch jetzt gerade mal gucken. Ich meine, AWP-Paw ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also, die sieht zwar schön aus, das ist ein schöner Skin. Kann man nicht meckern. Aber ja, wir wissen ja, hoppala. Seit ein paar Fällen, dass es da eine ganze Gruppierung von Hackern oder Cheatern gibt, die den Nervenkitzel lieben, mit Skins zu hacken. Also ich denke gerade dann, wenn jemand vor allem halt auch teurere Skins hat, gerade dann wird er wahrscheinlich auch bessere Cheats haben, um halt nicht einfach sofort vom erstbesten Wackwällchen weggepimmelt zu werden, ne? So, es sieht im Moment noch alles sehr clean aus. Er hat zwar schon so die Vorahnung, einer kommt von da, der andere kommt ungefähr von da, aber jetzt den Sprung hier zum Beispiel hat er auch komplett verkackt. Er glaubt wohl, dass er close kommt, er kommt aber nicht close. Wir könnten hier vielleicht sogar tatsächlich unseren Fall haben mit einem Legit oder zumindest jemandem, der halt nicht komplett dreist reinkackt. So, es sind noch zwei Feinde. Einer wartet jetzt hier auf ihn, auf der rechten Seite, close. So, komm. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er die Map wirklich kennt. Er dreht sich immer so komisch rum. Wer dreht sich denn nach links weg und läuft dann... Er läuft komisch. Immer noch. Ah. Jetzt hat er wieder etwas arg nach links geschaut, als wenn er gucken wollte, ob da durch die Wand hinweg was passiert. Er ist sich auch hier sehr sicher, dass er einfach rumchillen kann. Er scoped nicht rein oder sowas. Als wenn er wüsste, dass hier... Okay, jetzt... Der letzte ist auch in front of da bei seinen Kollegen. Er bleibt jetzt einfach stehen und chillt. Ich spule ein bisschen. Also, er steht auf jeden Fall... ganz merkwürdig da. Er guckt eigentlich immer durch die Wand, was so passiert. Hat fast immer den Fokus zu den Feinden hin. Und ja. Achtung, Achtung, Achtung. Die vermuten bei ihm wohl auch schon was. Sie wollen ihn durch den Shoulder Peak zum Schießen bringen. Ja, er sieht den hier links wahrscheinlich, ne? Also ich weiß nicht, ob man... Ja, hier wird man auch durchgucken können, ne? Wir sehen ja auch den Namen. Also die Information wird er auch haben, sofern er einen Wallhack hat. Ich mache uns mal hier oben hin. Darum ist er wohl auch ganz eisern hier beim Reinaimen. Was er vorhin nicht war, das wissen wir. Er war vorhin nicht so eisern. Guckt schön, wie er durch die Wand möglicherweise alles noch sehen kann oder könnte. Ja, ich bleib hier oben mit dem Spulen. Ich bleib wirklich hier oben. Da störe ich auch die ganze Sicht nicht. Der Molly war Quatsch. Aber war trotzdem auf ihn gerichtet. Also, ja, er wollte ihn abmollen. Ich meine, gut, man hätte ihn noch gar nicht extrem viel anders schmeißen können, aber nichtsdestotrotz hat er ihn schon ganz gut dahin geworfen. Er hätte ihn auch einfach satt hier vorne hinwerfen können, um diesen Eingang erstmal zu blockieren. Also ich würde hier bereits auf, oh ja, Wallhack plädieren. Achtung, er schleicht. Man kann ihn nicht hören, den CT. Man weiß nicht, wo er sich bewegt, außer man kann durch die Wand gucken. Jetzt hat man ihn gehört. Er wurde gekillt! Das ist gar nicht so leicht der Fall. Man muss immer dran denken, dass man natürlich auch einen riesen Luck haben kann und Skill. Aber auf der anderen Seite, wenn man ihn halt so rumlaufen sieht, na, dann eher nicht. So, passt auf, da kommt gleich einer rum. Er hat ihn wieder stark gerochen. Sehr stark. Ich weiß nicht, ob er auf der Karte sichtbar war durch die Mates. Haben die Mates beide nach vorne geguckt und keiner nach rechts? Bin mir gerade nicht so sicher. Aber theoretisch sollte keiner nach rechts geschaut haben, sonst hätte er nämlich den Feind bereits gesehen und angeschossen. Wir haben jetzt hier gleich wieder einen, der von rechts kommt, und zwar schleicht der komplett. Achtung, der Fokus. Ja, die Fokusveränderung ist auf jeden Fall da. Und ich denke nicht, dass das Zufall ist. Also jetzt nicht mehr. Irgendwann ist das Timing auch mal zu Ende. Also ihm werde ich auf jeden Fall den Wallhack drücken. Jetzt, passt auf. Auch dieses Draufziehen wirkt nicht sehr, es wirkt nicht sehr natürlich. Ich glaube nicht, dass er das selbst macht, aber ich bin mir dazu unsicher bei dem Aim. So, er aimt hier schon wieder in die Richtungen, in denen er die Feinde sieht. Hier hat er jetzt eben ein kleines Problem gehabt, weil da ja zwei hintereinander oder sich überlappt haben. Und ja, da ist es ihm natürlich erstmal schwer gefallen zu koordinieren, welcher wohl wo wie kommt. Ja, in die Haus gegangen. Drei Stück kommen von rechts wieder. Und da sind sie schon. Er ballert hier durch den Molly und durch die Smoke. Ich würde sagen, er spricht weiterhin für seinen Wallhack. Ich meine, klar, da kann man mal reinschießen. Okay, der Shot könnte auch einfach... Der würde mir auch gelingen, also ne, durch die Smoke Leute zu killen, ist jetzt kein Indiz, dass jemand anhat. Außer es passiert halt sehr oft. Also im schlimmsten Fall immer. Dann, ja. So. Er aimt den einen voll an. Also Wallhack ist auf jeden Fall da. Der andere steht da close, er riecht ihn. Sein, was weiß ich, Aim funktioniert nicht. Oh, hast du das gesehen? Ich habe jetzt eben gespult, aber hier war die hundertprozentige Confirmation. Der Feind war im anderen Gang drin, er dachte, er kommt bei ihm und drückt ab. Ja, also, läuft. Na, wir könnten vielleicht noch ganz kurz hier bei City schauen. Er lässt die Mates alle verrecken und, holt dann die Runde mit seinem Wallhack. Mhm.
So, pass auf, da kommt er. Ah, hart vorgeschossen, du Dödel. Naja, okay, gut. Dann drücken wir ihm hier, wie gesagt, auf jeden Fall den Vision Assist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er einen Aim Assist am Start hatte, aber ich bin mir dazu unsicher und bevor ich dann jetzt eine Sache mehr drücke, die dann die anderen Overwatcher nicht drücken und er dann deswegen nicht gebannt wird, ja, drücke ich lieber nur so. Letzter Fall. Hey, der ist ja schon da, wow. Okay, das ging ultra fast. Wir haben jetzt eben, wie gewünscht, das passt echt gut ins Programm, unseren mehr oder weniger ein bisschen legiten Boy gehabt. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder, so wie ich Overwatch kenne, einen Drecksack. Ah ja, ich gehe wieder hier hin, also bei dem müssen wir nicht großartig gucken. Wir schauen, dass er Kills macht. So, jetzt hau mal rein. Mach mal deine, ja. So, also ja, Aim, Vision, Other und weg mit dir, du Lurch. Ich habe mir diese drei Fälle jetzt also abgelegt und werde sie im Auge behalten. Nächste Woche Montag gebe ich euch dann die neuen Infos, was zu diesen drei Leuten passiert ist und was möglicherweise auch noch bei den vorhergegangenen Fällen so durchgesickert ist. Vielleicht wird bis dahin ja noch jemand anderes gebannt. Somit sind wir für heute durch. Denkt dran, morgen wieder Livestream ab 18 Uhr, also am Dienstag. Ich freue mich auf euch und bedanke mich natürlich auch für das Zusehen, für die Bewertung und für die Kommentare. Und natürlich haue ich noch ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder raus. Schön, dass ich euch habe. Olivia Earl, Lady Lady, Proper Raider. Aber natürlich geht Love auch an alle anderen raus. Also logisch, ne? Also nicht nur an die, ihr wisst schon. Mua.